sogar ziemlich viele Wolken unterwegs sind. Aktuelle Werte unserer Wettermelder. In Niederbayern 50 bei einem Wolkenlose 22 und in Mittelfranken und Höchstadt 23 Grad, hier ist es wolkig. Der Bayern-3-Wetter-Trend. Morgen scheint im Osten Bayerns oft die Sonne, ansonsten Sonne-Wolken-Mix mit einzelnen Schauern und Gewittern. Kurz vor drei Bahnreihen mit dem aktuellsten Verkehrsservice. Folgende Meldungen. A3 Nürnberg Richtung Würzburg. Zwischen Wiesenheit und Kreuz-Tiberi Stau. A8 München Richtung Salzburg. Zwischen Bayern und Inntal-Dreieck 10 Kilometer Stau. A8 München Richtung Stuttgart. Zwischen Merlingen und Mühlhausen Baustelle. Dort ebenfalls Stau auf 10 Kilometer Länge. A9 Nürnberg Richtung München. Zwischen Langenbruck und Dreieck von Sau 7 Kilometer stockender Verkehr an einer Baustelle. A72, Hof Richtung Plauen, zwischen Hoftürken und drei Hochfranken, 2 Kilometer Stau nach einem Unfall, der ist die Rückenspur blockiert. A92, München Richtung Deckendorf, die Ausfahrt Deckendorf Mitte ist da blockiert, schaut sich bereits zurück auf die Autobahn. Weiter ein Blick auf die A95, München Richtung Darmstadt-Kirchen, am Autobahnende bei Eschenlohe, 1 Kilometer Stau. Und die B20, Pilsen-Straubing, dies in beiden Richtungen, zwischen Kreisching und Rüßmann.